Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Barber Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir 6 Updates, 9 neue Mods und 2 neue Karten. Dieses Video hat noch keinen Sponsor. Wenn du ein Video sponsern möchtest, dann hol dir doch deine Kanalmitgliedschaft und profitiere von einzigartigen und interessanten Vorteilen. Bevor wir starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Dirk und bei Aldo für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das erste Update kommt für den Case IH Axle Flow 250 Series, kommt von Custom Modding, Downloadgröße 80,28 MB jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Deichsel Trailer Bug, kleinere Korrekturen. Der Massey Ferguson 76, 77 und 87er Series von KRKZ Modding kriegt das nächste Update, Downloadgröße 33,71 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Radversatzkonfiguration hinzugefügt für den Massey Ferguson 8700. Die Radoptionen und Felgen wurden angepasst für denselben Traktor. Originale Radgewichte verbaut, auch für den 8700. Die Vorderradaufhängung wurde versteift beim Massey Ferguson 7600 oder 7700er. Isaria Pro Sensoren hinzugefügt, erfordert Precision Farming DLC. Und zwar ist dies für den Massey Ferguson 7600 und 7700. Der Lizard Next kriegt das nächste Update, kommt von Axari. Downloadgröße 30,11 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Fixes und Optimierungen. Das nächste Update kommt für die Produktionen mit Ladetor von Kamil Carter. Downloadgröße 12,12 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Schreinerei US hinzugefügt, Lizard MKS 32 SL hinzugefügt. Die Getreidemühle Plus kriegt das nächste Update, kommt von MacTrucker 921, Downloadgröße 3,42 MB in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, geänderte Partikeleffekte, um realistischer für geschrotenen Mais zu sein. Das gesamte Getreide kann jetzt aus dem Getreidesilo entfernt werden, wenn Sie dies wünschen, wenn Sie es als Tierfutter benötigen oder es einen höheren Preis hat, um es direkt zu verkaufen. Und das letzte Update für heute kommt für das Universal Autoload von Loki 79, Downloadgröße 58 KB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, unterschiedliche Stapelhöhen für Ballen und Paletten hinzugefügt. Paletten lassen sich je nach Masse unterschiedlich hoch stapeln, um die Gewichtsverteilung zu verbessern. Verbessertes manuelles Be- und Entladen mit einem Gabelstapler. Manuelle Seitenverladung bei Krone- und Tiefladeranhängen hinzugefügt. Fahrzeugtyp Box-Trailer hinzugefügt. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Karte. Und zwar heißt dieses östliches Vineland, New Jersey, USA. Kommt von MacTrucker 921, Downloadgröße 298,65 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ich werde hier nicht den ganzen Text vorlesen, den der MacTrucker hier hinterlegt hat, weil es ist also enorm viel hier geschrieben. Bitte pausiert doch gerne das Video, damit ihr beim Durchscrollen des ganzen Textes am Bildschirm jedes einzelne Detail entnehmen könnt. Dies ist eine Karte von East Vineyard, New Jersey in den USA. Die Karte wurde aus dem Gebiet meiner Heimatstadt erstellt und das Kartengebiet wurde aus tatsächlichen Satellitenfotos erstellt. Vineland liegt im Süden von New Jersey und ist eine sehr ländliche Farmstadt. Der größte Teil der Stadtfläche besteht aus Ackerland und Wäldern. Wenn wir die Karte als neuer Farmer betreten, dann kommen wir hier bei unserem Farmhaus raus. Wir schauen uns mal hier ein bisschen rum. Wir haben hier einen Unterstand. Wir haben hier ein Tiergehege, das aber noch nicht zu uns gehört. Das heißt, es müsste hier gekauft werden. Wenn wir das mal kaufen hier, dann haben wir hier das Tiergehege. Das hat Platz für 500 Hühner, also einen Hühnerstall oder ein Gehege hier. Ja, das war es eigentlich hier schon fast zu diesem Plot Land hier. Das ist also ein sehr großes Hühnergehege. Hier haben wir unsere Hofausfahrt und wenn wir mal gerade drüber gehen, kommen wir zu einem weiteren Tiergehege und zwar ist das hier ein Kuhstall.
der auch noch nicht zum Hof gehört. Das ist dieser hier. Aber wir schauen uns jetzt erstmal an, was denn eigentlich zum Hof gehört, wenn wir als neue Farmer starten. Wenn wir als neue Farmer starten, dann haben wir hier eben unseren Hof. Dieser Landplot haben wir eben gekauft. Also die Hühner gehören nicht standardmäßig mit dazu. Dann haben wir hier den eigentlichen Hof und wir haben Feld 8 und Feld 9. Beide in einer Größe von ca. 1,4 Hektar. Des Weiteren haben wir viele andere Landstücke, die auch mit zu dem Gelände gehören. Die sind aber alles irgendwie Produktionen oder städtische Gebiete. Wie zum Beispiel hier haben wir die BGA und den Händler. Des Weiteren können wir sehen, dass also jeder Landplot hier gekauft werden kann. Und zwar bewegt sich die Feldgröße bis und mit ca. 8,5 Hektar. Das sind so die größten Felder. Alle anderen Felder sind eher kleiner. Wir haben hier unter 1 Hektar. Das sind so die Feldgrößen, die hier verbaut sind. Also ist eher gedacht für eine mittlere Operation hier. Wie gesagt, hier ist der Kuhstall, der nimmt 250 Kühe auf, wenn wir diesen kaufen. Ja, das sind also diese 250 Kühe. Des Weiteren können wir schon sehen, dass hier drüben eigentlich unser Hofgelände ist. Da gehen wir jetzt mal kurz hin. Wir können hier auch schon sehen, dass die Karte also ein Höhenprofil hat, ist aber nicht sehr ausgeprägt. Das ist dann im Prinzip hier unseren Hof. Da haben wir die Werkstatt, wir haben einen Großtraktor. Wir haben hier einen Unterstand. Dann haben wir hier eine Scheune. Des Weiteren haben wir hier eine Tankstelle. Des Weiteren haben wir hier den Kalk-, Saatgut- und Düngekaufpunkt. Wir haben hier ein Güllefass, wir haben hier unser Silo, das ist leer. Hier drüben haben wir noch einen Unterstand. Ja, das ist das, was erstmal von der Infrastruktur mit zum Hof gehört. Wir sehen, dass der Aussaatkalender umgebaut worden ist. Also es gibt hier tatsächlich eine Änderung, ist nicht der Standardkalender, ist angepasst an die Region. Es gibt auch natürlich Aufträge auf diese Karte, weil ja sehr viele NPCs da sind. Wir schauen mal an, welche Produktionen auf dieser Standardkarte oder auf dieser Standardgrößenkarte verbaut sind. Und wir fangen einmal hier oben an. Da haben wir die Müslifabrik, da haben wir hier unten die Schneiderei, wir haben die Schreinerei, die Biogasanlage, die zu uns gehört. Dann haben wir das Sägewerk hier. Des Weiteren haben wir hier die Ölmühle, dann haben wir hier die Spinnerei, die Traubenverarbeitungsanlage, die Molkerei. Des Weiteren haben wir seine eigene Getreidemühle Plus, die verbaut worden ist. Wir haben die Bäckerei und die Zuckerfabrik. Hol- oder Kaufstationen gibt es auch einige. Und zwar fangen wir erstmal hier an. Hier ist ein Misthaufen. Dann haben wir hier einen Güllebehälter. Dann haben wir, wie gesagt, den Kalk-, Saatgut- und Düngerverkaufsstelle oder Silo. Dann haben wir eine Tankstelle auf unserem Hof an sich. Des Weiteren haben wir hier das Sägewerk. Und wir haben hier unten noch einmal einen Verkaufspunkt für Saatgut und Kalk und Mineraldünger. Und hier haben wir nochmal eine Tankstelle. Dann haben wir Abladepunkte oder Verkaufspunkte. Hier haben wir unser Hofsilo. Des Weiteren haben wir hier den Grain Sale Point North. Wir haben einen Supermarkt, eine Pizzeria. Wir haben ein Biomasse-Heizkraftwerk. Einen Bauernmarkt, dann haben wir das Fastfood-Restaurant, dann haben wir den Farmshop South Bales, also Ballenverkaufsstelle. Und dann haben wir noch die Schüttgutverkaufsstelle, dann haben wir hier einen Teich, wo man Wasser holen kann. Und hier haben wir, wie gesagt, den Supermarkt. Wenn wir als neuer Farmer starten, kriegen wir folgendes Start-Equipment. Und zwar zum einen mal den Magnum 340 CVX Drive, das ist ein Großtraktor. Dann haben wir einen 5 Meter Grubber von Lemken. Des Weiteren haben wir eine Lemken Sämaschine und zwar mit einer Arbeitsbreite von 12 Metern. Wir haben einen Düngestreuer und Kalkstreuer und wir haben eine Ballenpresse. Ist nicht gerade viel, aber auf jeden Fall genügend, um hier zu starten. Das ist hier unser Equipment. Wir schauen uns den Verkaufskatalog an und wir können sehen, dass alle Standardfrüchte verkauft werden können. Das gleiche gilt für alle Produkte, die hergestellt werden können und auch die Tierprodukte können verkauft werden.
Einzige Ausnahme hier bis jetzt ist die Schokolade. Das ist das, was ich gefunden habe, was es nicht zum Verkaufen gibt. Ich habe gerade noch eine zweite Ausnahme gefunden, und zwar ist das der gebrochene Mais. Das ist das, was in seiner eigenen Getreidemühle Plus hergestellt werden kann. Also hier hat er das vergessen, dass man das auch verkaufen kann. Wir gehen auf den obligatorischen Rundflug. Wir können sehen, hier ist ein Solarpark. Dann haben wir hier Verkaufspunkte. Wir sehen, es gibt Mischwald hier. Die Felder sind im großen Teil quadratisch praktisch gut. Es gibt ein paar komische Formen wie diese hier. Dann gibt es hier wieder eine Einbuchtung. Also könnte ein bisschen heikel werden für den Standardhelfer. Auch hier ist ein Baum eingebaut. Aber auf jeden Fall gibt es auch schön große Felder, auf denen man Cosplay in Ruhe arbeiten lassen kann. Die Feldformen sei sehr, sehr authentisch gemacht worden, so wie es in Realität auch sei. Es gibt hier auch Verkehr auf der Karte. Einen eigentlichen Waldbereich gibt es nicht. Also die Forstliebhaber, die müssten dann selber ein Feld opfern, wenn sie dann einen Wald anbauen möchten. Ja, das ist dieser kurze und schnelle Überblick über diese Karte. Nicht schlecht gemacht. Also ich finde das schön, dass sie da in die Natur eingebettet worden ist, so wie die Realität das widerspiegelt. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit der nächsten neuen Karte. Die nächste neue Karte heißt Wilhelmina 22, kommt von Purboy und Catalyzer Industries, Downloadgröße 62,28 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt: Willkommen bei Wilhelmin 22. Hier ist jetzt alles anders. Finden Sie eine asphaltierte Straße von Brücke zu Brücke. Es gibt keine Kraftstoffverkaufsstelle, BGA modifiziert, um Kraftstoff für Sie herzustellen. Eine Verkaufsstelle nimmt alles. Arbeitetes Sägewerk, 2,5-mal schnellere Produktion. Händler, Tierhändler, Steinbruch. Der Hauptunterschied in dieser 22er Version besteht darin, dass sie jetzt eine Farm hat. Kühe, Hühner, Silo, Wohnwagen, zwei Gebäude, ein Feld, und sie starten mit Ausrüstung. Wenn wir die Karte als neue Farmer betreten, dann kommen wir genau hier raus, und wenn wir einmal nach unten gucken, sehen wir hier auch schon, dass wir im Prinzip direkt auf einem Collectible starten. Wenn wir das Collectible nehmen, dann bringt dieses 50.000 Euro, sind also die Collectibles von der Haute Belleron Karte. Das scheint unser Hof zu sein. Wir haben hier unseren Wohnwagen, wir haben einen Pickup hier, wir haben hier drüber ein kleines Tiergehege, und ich glaube, das sind für die Hühner. Das ist für die 30 Hühner, die hier reinpassen. Des Weiteren haben wir hier unser Silo. Das ist ein Pharma 400 und Obi 1000 mit 400.000 Litern Fassungsvermögen. Des Weiteren haben wir hier ein weiteres Tiergehege mit Platz für 15 Kühe, wo auch Wasser hergebracht werden muss. Des Weiteren haben wir hier etwas an Equipment. Wir haben zwei Unterstände. Wir haben hier einen Welger-Anhänger. Wir schauen uns dann die Details noch gerade an, von dem, was zum Equipment gehört. Es scheint so, als hätten wir hier auch etwas Saatgut, Mineraldünger und so schon hier auf diesem Tieflader. Wir haben auch schon Hühnerfutter da. Also etwas haben wir hier zum Starten, und zwar sofort. Hier haben wir schon ein weiteres Collectible und hier schon wieder eins. Also die sind hier ziemlich eng gestreut, also man findet hier einige direkt am Start. Des Weiteren haben wir noch ein bisschen weiter was an Equipment, und wir haben hier eine kleine Tankstelle. Die ist aber leer, das heißt, muss erstmal Treibstoff produziert werden. Wir schauen uns die PDA an, und wir sehen, das ist klar eine Forstkarte im Stile von No Man's Land. Also hier muss erstmal Platz geschaffen werden. Wir haben ein Feld, das ist neben dem Hof. Da steht auch ein Drescher da. Das Feld ist bepflanzt mit Raps, was sehr gut ist, weil man dadurch direkt dann auch in die Produktion einsteigen kann von Treibstoff. Denn wir haben auch die BGA, die zu uns gehört, und wir können aus Gras Kraftstoff herstellen. Wir können aus Kartoffeln Kraftstoff herstellen. Des Weiteren können wir aus Raps und Sonnenblumen und Mais können wir Kraftstoff herstellen. Auch wenn wir Hackschnitzel haben, das ist wahrscheinlich das, was wir am meisten haben werden.
Das wäre hier auch wieder, um Kraftstoff zu erzeugen. Der Aussaatkalender ist der Standardkalender. Es gibt hier keine Zusatzfrüchte. Des Weiteren gibt es natürlich keine Aufträge, weil natürlich niemand anders auf der Karte ist. Tiergehege haben wir gesehen, haben wir unsere beiden Tiergehege, die wir schon gesehen haben. Produktionsstätten gibt es auf dieser Karte, die natürlich auch ein in der Standardgröße ist. Gibt es zwei, einmal das Sägewerk hier und einmal die Biofuel Production, das ist unsere BGA. Ladestationen oder Kaufpunkte gibt es den kleinen Treibstofftank und hier gibt es das Sägewerk. Abladestationen oder Verkaufspunkte ist hier natürlich die Biomassenanlage und wir haben hier unser Hofsilo. Des Weiteren haben wir hier den universellen Kaufpunkt. Das ist da, wo wir im Prinzip alles hinbringen, was verkauft werden kann. Hier haben wir noch den Fahrzeughändler, hier haben wir den Viehhandel. Und das ist im Prinzip schon fast alles, was zu der Karte zu sagen ist. Ich sehe gerade, dass am Feld der Topliner steht und hier unten, gerade ganz am Wasser lang, steht dann der Topliner 4090 Anhänger. Ja, ein bisschen komisch, da muss man hier erstmal den Schneidewerkswagen aus dem Wald holen. Wenn wir schon dabei sind, schauen wir uns das Equipment an, was zur Standardfarm, also zur Startfarm gehört, wenn wir als neue Farmer starten. Und das ist ziemlich umfangreich für diese Karte. Also wir haben einen John Deere 7810, wir haben den Mähdrescher, den haben wir gleich gesehen. Dann haben wir einen Pickup, wir haben den Anhänger, wir haben ein Schneidewerk mit dem am Wasser stehenden Schneidewerkswagen. Wir haben einen Steinsammler, einen Gruber. Wir haben eine Scheibenecke, eine Sämaschine, wir haben ein Seitenmähwerk, ein Schwader, eine Ballenpresse, einmal einen Anhänger für Baumstämme, wir haben einen Frontlader von Haue, wir haben eine Poltergabel, Universalschaufel und einen Ballenspieß. Wir haben den Tieflader, den wir schon gesehen haben und wir haben hier ein 900 Kilogramm schweres Gewicht. Ich frage mich, wie dieser hierher gekommen ist. Das ist tatsächlich hier der Schneidewerkswagen, der hier direkt mitten im Wald steht. Und unser Drescher, der steht hier direkt am Feldrand an, damit wir gleich loslegen können mit der Rapsernte und dass man auch sofort mit der Treibstoffproduktion anfangen kann. Wir machen einen kurzen Rundflug über diese Karte. Wie kann sehen, hier auf der rechten Seite dieser Karte sind eigentlich alle Zivilisationsprojekte oder Objekte stehen. Also wir haben hier diese Punkte, wir haben hier die BGA, wo wir unseren Treibstoff herstellen können. Das haben wir schon gesehen, was wir hier haben. Und des Weiteren haben wir hier ein sehr kurioses Teil hier. Und wenn wir hier mal ein bisschen näher gucken, erinnert mich das ein bisschen an die eine Karte, wo dann eben auch Steine zu holen sind. Das sind also Steine, die können hier abgearbeitet werden und entsprechend dann eben verkauft werden oder zu Kalk verarbeitet werden, wenn man diese Mods dann installiert hat. Es ist tatsächlich so, wie der Text sagt, es gibt eine Asphaltstraße von Brücke zu Brücke, aber diese Brücken also sind nicht sehr sicher gebaut. Das ist einfach so ein Übergang und die haben ein totes Ende. Hier muss dann also direkt hier angefangen werden, wenn man dann sich auf diese Halbinsel hier drüben ausweiten möchte. Diese Straße zieht sich hier lang, geht am Hof vorbei, macht hier eine Kurve. Hier haben wir auch noch, das ist dann unser Hof hier unten. Und dann geht es weiter und diese verschwindet dann auch wieder hier im Wald. Daher gibt es auch keinen Traffic, keinen AI-Traffic hier. An Wasser sollte es nicht mangeln, falls wir dieses brauchen, also für die Kühe zum Beispiel. Wir können auch sehen, dass die Karte nicht komplett flach ist. Also es gibt hier definitiv ein ausgeprägteres Höhenprofil. Also man kann das schon so sehr schön sehen. Wir schauen uns den Verkaufskatalog an und wir können sehen, dass tatsächlich alles verkauft werden kann an diesem Verkaufspunkt, den wir gerade schon mal gesehen hatten. Ja, da kann wirklich tatsächlich alles verkauft werden. Ja, ist halt eine klassische Forstkarte, ein bisschen im Stile von No Man's Land, wo man einfach hier so starten muss. Es könnte ein langfristiges Projekt werden. Sehr schön gemacht. Ich würde sagen, das war's von hier und wir gehen weiter zu den neuen Mods. Die erste neue Mod heißt Füll Level Limiter.
kommt von GTX, Downloadgröße 22 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Diese globale Fahrzeugspezialisierung wird zu den meisten befüllbaren Fahrzeugen wie Anhängern, Zügen, Seemaschinen hinzugefügt. Der Benutzer kann dann die maximale Füllmenge festlegen, bei der der Anhänger die Befüllung beenden soll. Sehr nützlich, wenn Sie nur einen bestimmten Betrag aus einem Silo oder einem Kaufpunkt sammeln möchten. Die Grenzwerte werden für jedes Fahrzeug gespeichert und können bei Bedarf in dem User Interface zurückgesetzt werden. Wichtig: Mit diesem Mod kann die maximale Kapazität nicht über den Standardpegel hinaus erhöht werden. Das ist richtig cool, also wenn man Mischration machen will, muss man nicht immer nur schätzen, man kann es hier tatsächlich richtig einstellen, wenn man genau weiß, welche Mischung man braucht. Die nächste neue Mod heißt Neumond, kommt von Mantrit, Downloadgröße 13 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Haben Sie es satt, dass die Verrückten immer den vollen Mond anheulen? Wird Ihnen die Mondbräune zu viel? Vielleicht wollen Sie einfach nur eine schöne dunkle Nacht, in der Sie herumschleichen können? Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, dann ist diese Mod genau das Richtige für Sie. Kein Mond sichtbar, Helligkeit des Nachthimmels einstellen, Tasten können im Spielermenü neu zugewiesen werden. Wir kommen zu der Fiat X70 Series. Diese kommt von SMI Modding Team, Downloadgröße 17,98 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Serie mit zwei Traktoren, einmal der zweiradbetriebenen Version und einmal die vierradbetriebene Version. Wir schauen uns erstmal die zweiradbetriebene Version an. Die kommt mit einer Leistung von 750 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 80 Litern, 33 km ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 3,7 Tonnen und kostet 20.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden, und zwar zu 130 Kilo Frontgewicht, 210 Kilo, 290 Kilo, 370 Kilo, 450 Kilo, 530 Kilo und zurück zu Standard. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mittas, Continental, BKT und Trelleborg. Design langes Rohr, das betrifft den Auspuff, kann geändert werden zu kurzes Rohr, dann Rohr offen 45 Grad und Rohr offen 90 Grad. Kabinenlayout kann auch geändert werden, und zwar von Standard zu Schutzbügel, das ist dann dieser Bügel hier, dann eine Überdachung, dann gibt es Überdachung plus Schutzbügel und zurück zu Standard. Anhängerkupplungen gibt es hier die alte Anhängung und die moderne Anhängung. Die Motorenausführung, da haben wir den 570er mit 57 PS, dann haben wir den 670 mit 67 PS und wir haben den 670er pumped mit 100 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen dem Original Fiat Orange und dem Fiat Agri Rot. Dann haben wir noch die vierradbetriebene Version. Die hat dieselben Leistungsmerkmale und kostet 23.000 Euro. Die Konfigurationen sind überall dieselben und die Motorenausführung natürlich auch. Da gibt es auch die drei Versionen, die wir schon gesehen haben. Wir kommen zum Lilly AP 730 von ARM Team, Downloadgröße 12,69 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dies mit zwei Ballenpressen. Zum einen der AP 730, das ist dieser hier, wiegt 3,3 Tonnen, braucht 51 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h und presst Quaderballen bis zur Größe von 1,20 Meter. Der Preis 14.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Trelleborg. Anbaukupplungstyp kann geändert werden von Standard zu Ackerschiene, aber ich habe nicht herausgefunden, was sich jetzt hier dran ändert. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Lilly Schwarz und Lilly Rot. Die Felgenfarbe spricht für sich und kann aus der Standardpalette gewählt werden. Dann gibt es dieselbe, aber mit einer Rutsche, und zwar werden hier Ballen gepresst mit der Größe von bis zu 80 cm. Das sind also diese Mini-Ballen. Alles andere bleibt im Prinzip dasselbe, der Preis auch. Deswegen gehen wir da nicht nochmal alle Details durch. Wir machen gleich weiter mit dem Klaas Roland 250 Rotocut. Dieser kommt von Sotto Modding Industries, Downloadgröße 5,47 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt diese Rundballenpresse mit einem Gewicht von 2,4 Tonnen, braucht 90 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h und macht die Rundballen bis und mit 125 cm Durchmesser. Der Preis 25.000 Euro. Die Felgenfarbe können gewählt werden zwischen Rot und Metallic. Wir kommen zum Sirot Silageschild. Dieses kommt von Agri Design Modding. Downloadgröße 3,47 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Schiebeschild mit einem Gewicht von 725 Kilo, eine Arbeitsbreite von 2,80 Meter und kostet 3.500 Euro. Wir kommen zum Husqvarna Enduro Pack. Das kommt von Farmcentro Sul. Downloadgröße 12,65 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Fahrrädern. Zum einen den TE Series. Dieser kommt mit einer Leistung von 51 PS, wird manuell geschaltet mit 6 Gängen, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 7 Litern, Maximalgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h und kostet 18.000 Euro. Das Auspuffdesign kann geändert werden zwischen Design 1, 2, 3 oder 4. Dann gibt es den Handprotektor, das ist dieser vorne hier. Scheinwerfer gibt es auch noch, der hinzugebaut werden kann. Das ist hier. Die Motorenausführungen haben den TE250 mit 51 PS oder die TE300 Version mit 54 PS und zurück geht es rar. Die Narbenfarbe kann gewählt werden aus dieser extrem großen Farbpalette hier. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus derselben Farbpalette und ist natürlich der Body. Die sekundäre Farbe betrifft diese Teile hier. Dann gibt es die Handprotektorenfarbe, die gewählt werden kann aus der Standardpalette. Und zwar betrifft das den falschen Bereich, denn für mich sind die Handprotektoren hier vorne. Die Sitzfarbe kann natürlich auch noch angepasst werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe, da haben wir wieder die volle Palette zur Auswahl. Dann haben wir noch die FE Series, die kommt mit einer Leistung von 46 PS, hat 5 Gänge und wird auch manuell geschaltet, hat auch eine Tankfüllmenge für Diesel von 7 Litern, 100 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und kostet 16.000 Euro. Das Design hier beim Auspuff kann geändert werden zwischen Design 1, 2, 3. Handprotektor gibt es hier auch, Scheinwerfer auch, das haben wir schon gesehen. Die Motorenausführung haben wir den FE250 mit 46 PS, den 510er mit 63 PS. Die Farboptionen haben wir schon gesehen, daher gehen wir die nicht nochmal im Detail durch. Und wir kommen zum Komatsu 951. Dieser kommt von Oscar 8599. Downloadgröße 67,93 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Harvester mit einer Leistung von 291 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 405 Litern, 20 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 22,6 Tonnen und kostet 495.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Pewag, Clark, Olofors und Trelleborg. Dann gibt es einmal eine Schutzmöglichkeit und zwar betrifft es hier hinten. Einmal ohne Schutz, Schutz 1, 2 und 3. Dann innen drin kann gewählt werden, ob die normalen Komatsu Eme Joysticks hingebaut werden sollen oder die Mini-Hebel. Dann gibt es zwei Transportversionen, einmal diese hier oder einmal diese hier. Die Schutzfarbe kann geändert werden zwischen Rot und Schwarz und das sind natürlich diese Schutzrohre. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod und zwar heißt diese manuelle Betankung. Diese kommt von Vertex Float, Downloadgröße 10 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Dank dieser Modifikation können Sie Ihre Maschine nur dann betanken, wenn Sie sich draußen und in der Nähe befinden. Das heißt also, wenn ich jetzt hier auftanken will, also ich kann mal in den Traktor einsteigen. Der hat eine Füllmenge von 0 Litern. Komischerweise gibt er mir immer noch den Motorenklang an. Auf jeden Fall hat er einen leeren Tank. Wenn ich jetzt aussteige neben der Tankstelle, kann ich hier mit R den quasi manuell befüllen. Jetzt können wir sehen, der Tank ist wieder voll und wir können weiter arbeiten.
Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir doch das kostenfreie Abo ab. Willst du keine weiteren Mod-Videos oder andere Inhalte auf diesem Kanal verpassen? Überleg dir doch, ob du den Kanal sogar mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen möchtest. In diesem Sinne möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Deswegen würde ich mal sagen, genießt es und bis denn. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Danke, tschüss und hasta luego.